Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Mein Kopf. Hallo, Kate Walker. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise. Und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als 3 dieser Züge mitgemacht zu haben. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos, nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum?
Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Also, Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Fest verschraubt. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Nichts Nützliches hier. Das sollte klappen. Versuch jetzt, die Ruftaste zu reparieren. Unmöglich. Versuchen wir etwas anderes. Sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen.
Das ist seltsam. Der Draht scheint absichtlich entfernt worden zu sein. Das ist seltsam. Der Draht scheint absichtlich entfernt worden zu sein. Benutze das Messer, das du gefunden hast, um die Glocke zu reparieren. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden.
Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch noch mal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Chance. Auf keinen Fall. Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Was kann ich für Sie tun? Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. In welchem Zustand bin ich? Sie lagen ziemlich lange im Koma, das ist nicht zu vernachlässigen. Und selbst wenn es Ihnen körperlich besser geht, kann es zu psychologischen Nachwirkungen kommen. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Ich... Hier drauf? Ja, ja. Nur keine Angst. Was zum... Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Bitte antworten Sie mir. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin in New York geboren und werde dieses Jahr 30. Gut, gut, junge Frau. Bis jetzt scheint mein Gerät Ihre Aussagen zu bestätigen. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Nein,
Ich habe den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Ich habe seit Wochen nichts von meiner Mutter gehört. Und Dan, mein Ex-Verlobter, hat mich für meine beste Freundin Olivia verlassen. Sie scheinen in Chaos und Anarchie zu versinken, Frau Walker. Steht dieser Hang zu Unordnung mit Hans Vorarlberg und Oskar in Verbindung? Im Delirium haben Sie ausführlich von den beiden gesprochen. Oskar war eine Art Automat. Ein ganz besonderer. Sehr raffiniert. Manchmal hatte ich fast das Gefühl, er ist lebendig. Er wurde von Hans Vorarlberg entwickelt. Hans war ein Genie. Der letzte einer alten Dynastie von Präzisionsmaschinenfabrikanten. Wir haben eine lange Reise zusammen unternommen. Bis wir auf eine kleine Insel kamen, die Siberia genannt wurde. Hans wusste, dass dort noch eine Herde Mammuts aus prähistorischen Zeiten lebte. Hans war besessen von Mammuts. Mammuts. Man stelle sich vor. Es ist eine seltsame Geschichte, das gebe ich zu. Aber ich versichere Ihnen, es ist wahr, Doktor. Ehrlich gesagt, Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Walsambor gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Ich glaube, Doktor, dass die Yukol in Einklang mit der Natur, mit Zeit und Raum leben. Sie haben keinen wirklichen Grund, ihre Art zu leben zu ändern. Was für ein hervorragendes Beispiel für den typisch amerikanischen Idealismus. Vielleicht sollten Sie so schnell wie möglich nach New York zurückkehren. Ich bin sicher, Ihre brillanten Ideen werden dort gebührend geschätzt. Verstehe. Auch Ihr Schweigen ist gewissermaßen eine Antwort, Frau Walker. Also haben Sie vor, Ihre Reise durch unser Land fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätte. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Natürlich, natürlich. Bitte bleiben Sie ruhig, Frau Walker. Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe, ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen, haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind. Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Drehen Sie sich um. Thank you.
komm schon. Was ist los, Frau Walker? Ich verstehe nicht. Der Schlüssel. Er funktioniert nicht. Ich habe Sie ja gewarnt. Es geht Ihnen wohl noch nicht gut genug, dass ich Sie entlassen kann. Aber was muss ich tun? Warum gehen Sie nicht wieder in Ihr Zimmer und legen sich etwas hin, damit Sie weiter genesen können? Aber sehen Sie mich doch an. Ich fühle mich gut. Sie müssen mich gehen lassen. Unmöglich, Frau Walker. Die Regeln sind klar. Nur die Patienten, die die Tür öffnen können, dürfen dieses Stockwerk verlassen. In diesem Fall werde ich versuchen, irgendwie zu entkommen, Doktor. Das können Sie versuchen, Kate Walker. Bewusst, dass das in den 20 Jahren, die ich hier arbeite, noch niemandem gelungen ist. Es gibt ein Problem mit dem Schlüssel, so viel ist klar. Ich muss herausfinden, wo er herkommt.